Apotheker, du siehst aus, als hättest du mit einem Bären gerungen. Stimmt etwas nicht? Götter, Eivor, ich wurde beraubt auf der Straße von hier nach Lincolne. Von wem? Konntest du einen Blick erhaschen? Es waren Sachsen, so viel ist sicher. Ein ganzer Haufen haben mir 4 Fässer Ale und mein ganzes Silber abgenommen. Ach komm, Ale schmeckt wie Pisswasser. Der Pferd gezerrt, an sich herangezogen und gesagt, dass Gutbahn zu Hause erwartet wird. Gutbahn? Das bedeutet so viel wie Schlachtgebein auf Sächsisch. Bist du sicher? Genau das sagte er. Hier heißt doch niemand so, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe nichts dagegen, dass wir Waisen aufnehmen, Eivor. Aber einige dieser Sachsen kennen wir kaum. Wir müssen uns umhören. Eine gute Idee. Ruh dich aus. Ich kümmere mich darum. Danke dir, Eivor. Das ist übel, Mark. Das ist meine Nummer, du. So ein guter Junge. Das ist meine Nummer. Ach, den kann ich gar nicht knuddeln. Beschwert man sich gestern da drüber über die Paketfahrer und dann passiert hier sowas. Oh Mann. Das ist böse. Das ist böse. Finde heraus, wer Gutbahn ist. Jetzt auch mich Gutbahn interessiert, aber okay. Ups. Ich war ein bisschen zu fix runter. Nee, hab kein Ahnung. Was? Hilver, er fuhr die Straße runter, parkte meine Einfahrt zu. Böse! Böse! Als ob was gewusst hätte, ne? Na, guck mal. Ich hab mich beschwert. Und heute wurde geklingelt. Ich hab die gute Seite des Karmas abgekriegt. Torbjörn, hast du einen Moment? Ich habe mich gefragt, ob... Ich bin Gutbahn, Eivor. Das bedeutet Schlachtgebein. Nicht gerade der Name eines heiteren Bäckers, nicht wahr? Kein guter Name für einen Bäcker, nein. Wie hast du diesen Namen erhalten? Bevor ich zu euch stieß, weißt du, Mark, morgen ist es besser. Lebte ich ein anderes Leben. Ein brutales, blutiges Leben. Ich diente einer Bande Auftragsmörder. Als ihre Klinge durchzog ich die Wälder Englerlands. Wenn nicht, ist Niki schuld. Und tat, was immer sie von mir verlangten. Und sie verlangten stets Gräueltaten. Als ich sie verließ, legte ich dieses Schwert ins Gras und legte einen Schwur ab. Ich schwor, nie wieder auch nur einen Tropfen Blut zu vergießen, keine Menschen mehr zu töten, keine Gräueltaten. Im Zweifelsfall bist immer du schuld, Niki, das weißt du doch. Doch, es fiel mir leicht. Du wirst berichten, alles klar. Habe ich mir immer gewünscht. Nie zuvor war ich so im Gleichgewicht. Das ist alles meine Schuld. Morgen schreibt euch, bin ich zur Arbeit gekommen, Post. Also Postzusteller statt Post. Torbjörn, wer dir droht, droht doch meinem Plan. Das lasse ich nicht zu. Diese Männer sind verdorben, Eivor. Du solltest nicht meine Schlachten schlagen müssen. Hast du nicht zugehört, Torbjörn? Wer dir droht, droht auch mir. Stellen wir uns ihnen. Gemeinsam. Die Bauarbeiter also sind dann getarnte DHL-Bund. Ich glaube, ich weiß, wo wir sie finden. Aber Digga, wieso läufst du denn? Ich soll mit dir sprechen. Wenn du dich deinen alten Freunden stellen willst, ich bin jederzeit bereit. Gut. Mach das, Eliseo. Ich gehe voran. Ich will, dass du weißt, falls es zum Kampf mit meinem alten Haufen kommt, werde ich allein damit fertig. Du musst mir lediglich vergeben. Mehr nicht. Es gibt nichts zu vergeben. Du hast sie verlassen. Sie kamen dir nach. Ich werde meinen Clan verteidigen. Egal, ob mit Axt oder bloßer Faust. Du lebst genau das Leben, das du leben willst, nicht wahr? Bevor wir entdeckt werden, sag mir, was uns erwartet.
Werden Sie sofort auf uns losgehen? Ich hoffe nicht. Nein, ich hoffe ja. Nichts derartiges. Das widerspricht Wolfs Vorgehensweise. Er ist äußerst gerissen und wirkt sehr freundlich, wenn man ihn kennenlernt. Man fühlt sich wie ein Freund, fast wie Familie. Ich traf ihn vor einem Jahrzehnt und er war der erste Mensch, der mich je willkommen hieß. Der erkannte, was in mir steckte. Er meinte, ich hätte eine Gabe. Für Einschüchterung, Überredung, für Gewalt. Er wusste genau, wie er meine Kraft und Größe einsetzen konnte. Und sollte man als guter Anführer? Du kannst ruhig laufen, Digga. Haben wir ja gleich durch dummen Zufall gleich den richtigen angesprochen. Geht's nach da oben? Das ist ein Aussichtspunkt. Was wollen Sie jetzt von dir? Sie wollen mich zurück. Sie wollen, dass ich der Mann bin, für den Sie mich halten. Ein großes, starkes Monster. Wolf und die anderen waren damals die einzige Familie, die ich hatte. Aber ihre Liebe war nicht bedingungslos. Wolf liebt nur, was er besitzen kann. Und was hast du nun vor? Ich weiß, dass ich nicht zurückgehe. Ich will nicht noch mehr Blut. Laufen wir manche Partnerschaften ab. Alles andere ist schwer abzusehen. Er weiß, was sie im Schilde führen. Juniki, alles klar, weiß ich Bescheid. Viel Spaß beim Seminar. In Wirklichkeit spielt er CS. Spaß. Kollege Torbjörn, der Gaul hat noch Gänge. Du bist immer noch im ersten. Nee, im zweiten. Er hat auch noch einen dritten Gang. Als Verifizierung. Findet er aber anscheinend nicht. Ja, verkehrte Fahrschule. Wir halten an. Dieses Haus da. Wahrscheinlich sind sie dort drin. Es mag unscheinbar aussehen, Eivor, aber lass dich nicht täuschen. Und nimm Wolf nicht auf die rechte Schulter. Er ist eine Schlange. Ich traf schon viele Schmeichler, die sich als Schlangen entpuppten. Ich weiß, ich weiß. Nur zur Warnung. Lass uns hineingehen. Der guckt aber schon so komisch. Gut, Bahn, mein Junge. Du hast meine Nachricht erhalten. Und du hast jemanden mitgebracht. Sag, wer bist du? Sein Aufpasser. Irgendwie passt die Stimme nicht. Ich bin Eivor. Und die Frau, die ihr bestohlen habt, war Teil meines Clans. Das werde ich nicht dulden. Ich weiß, tut mir aufrichtig leid. Aber sag, Thekla, nicht wahr? Sag ihr, dass ihr Ale eines der besten war, das wir je soffen. Ich bin fertig mit euch, Wolf. Aber wir sind noch nicht fertig mit dir, Junge. Wir gaben dir Essen, Unterschlupf, Ale und Reichtümer. Wir machten dich zu dem, der du heute bist. All das, was ihr für ihn getan habt, sehr schön, hat euch mit Blut und Schweiß zurückgezahlt, oder? Du hast eine scharfe Zunge, das gefällt mir. Doch die Tinte auf diesem Abkommen war längst trocken, bevor deinesgleichen nach Englerland kam. Aber gut, wenn du Torbjörns Namen reinwaschen willst, will ich dir gerne behilflich sein. Alles eine Frage des Geldes. Vor einigen Wochen haben Soldaten meine, sagen wir, persönlichen Gegenstände beschlagnahmt. Mich wollten sie auch mitnehmen, doch ich bin ihnen entwischt. Bring mir meine Habseligkeiten zurück, sofern du es dir zutraust. Wenn du das machst, ist dein Name rein. Nein, ich kann nicht. Ich habe mir geschworen, all das hier hinter mir zu lassen. Aber... Wenn du Torbjörn dann ziehen lässt, besorgen wir dir, was dir gehört. Wo sind diese Soldaten? Ihr Lager liegt unweit von hier im Westen. Ein Haufen dickköpfiger Tumba-Befehlsempfänger.
Ihr könnt den Gestank nicht verfehlen. Dann wartet hier. Wir kehren zurück, noch ehe dir neue Hörner gewachsen sind. Gott sei mit dir, Avon. Du hast sie. In der Tat. Bringen wir sie zu Wilf. So gut hätte ich das nie hingekriegt. Was? Ist das die Art von Arbeit, die du mit Wilf und seiner Räuberbande... Hab ich die schon etwa geplündert? Das war nur ein kleiner Teil. Meist bestahlen wir die Armen, töteten die Hilflosen und betrogen die Törichten. Ja, Leute, so macht dort ein Meisterassassin. Die Tage lassen mich heute noch schaudern. Auftrag angenommen, sofort erledigt. Oh, nicht schlecht. Lass es hinter dir. Erinnere dich nur an das, was dich zu einem besseren Mann macht. Alter. Sie sind zurück. Wir haben dein Plunder. Wunderbar. Legt alles hier hin. Das Buch. Natürlich, ich halte mein Wort, um Himmels Willen. So wenig Vertrauen heutzutage. Es sind wahrlich dunkle Zeiten. Das war's? Wir sind quitt? Ei, du bist ein freier Mann und darfst bis an dein Lebensende deinen Hungerlohn als Torbjörn, der traurige Bäckersmann, verdienen. Doch du, Eivor, falls dir das Siedlerleben je zu behäbig wird, könnten wir jemanden mit deinen Fähigkeiten immer gut gebrauchen. Denk drüber nach. Ich mag die Wikinger. Sie sind so ehrlich direkt. Da hast du dein Pferd. Björn, bist du zufrieden? Oh ja, ich kann dir gar nicht genug danken, Eivor. Ich rechnete mit dem Schlimmsten, als ich meinen alten Namen Gutwahn vernahm. Er beschwor viele grausame Erinnerungen herauf. Kann ich mir vorstellen. Wie kamst du zu dieser Bande? Nach dem Tod meiner Mutter brauchte ich eine Familie. Wilf bot sie mir. Er sah mich an, nahm mich auf und sagte mir, wer ich war. Wer ich sein könnte. Dieses Zugehörigkeitsgefühl brauche ich nicht mehr. Ihr habt mich so angenommen, wie ich bin. Das ist das größte Geschenk für mich. Frieden. Viele Menschen sind gefasst, weil sie nie einem Sturm ins Auge sahen. Du hingegen hast den Sturm mit Erfolg durchsegelt. Das kann nicht jeder behaupten. Das bedeutet mir viel. Hab Dank. Dabei habe ich mich noch nicht mal angestrengt. Ich hätte die jetzt alle umbringen können dort. Aber nö. Das Spiel hatet mich schon wieder. Du hast es erledigt, bevor du wusstest, dass du es erledigen musst. Ja, das ist die Assassinenkraft, weißt du. Scheiße. Ich würde bloß nur zu gerne wissen, wen ich da schon erledigt habe, um die Sachen zu bekommen. Ich habe in diesem Spiel schon so viele umgebracht, ich merke mir nicht alle. Zu Hause zu sein. Nun ja, sofern ich mir nicht selbst die Möglichkeit genommen habe, dies mein Zuhause zu nennen. Torbjörn, du bist hier trotz allem stets willkommen. Du schuldest uns nichts außer deiner Arbeit, die du liebst. Verstehe. Die Bezahlung erfolgt in Brotleiben. Das kriege ich hin. Warte, etwas aus deiner Vergangenheit ist noch übrig. Ja, das Auftragsbuch. Wirf es fort. Verbrenne, was war. Mit Freuden. Oder fülle ein Laib Brot damit und ess es. Ha! Jetzt. Aber jetzt. Wo war der kleine Scheißer? Da. So. Jetzt habe ich komplett Wolf ausgeskillt. Guck jetzt extra nochmal nach. Nicht, dass mir da irgendwie was entgangen ist.
Nö, hab alles. Geil. Ja, dann machen wir mal das Bärchen. Stufe 155. Aber ich muss ja jetzt noch mit Randvi sprechen. Nee, das muss ich nicht abgeben bei dem Kleinen, die Quests. Das ist automatisch erfüllt. Hier, deswegen war ich beim letzten Mal ja hier. War beigestürzt. Guten Tag. Hast du einen Vertrag für mich? Wisst ihr, also ich habe da gar nicht erst so die Möglichkeit. Weil ab alle leer. Wenn dir danach ist, warten hier weitere Aufträge auf dich. Ja, ich will weiter töten, aber du gibst mir hier keine Verträge mehr. Für heute. Geh mit deinen Göttern. Ja. Ich gehe mit meinen Göttern. Meine Götter mit mir. Ach nee, war das nicht die Laterne? Leute, wir werden jetzt erstmal ordentlich saufen. Besten mal Stärkung. Ach was. Nahkampfschaden, Rüstung, Gesundheit, Gesundheit, Fernkampfschaden. Machen wir doch mal. Haben wir uns alle verdient. Weißt du, da unten ist extra so dieses Seil, damit man das macht. Vorstelle, das erste Fest war echt für den Arsch. Das war aber gut. Randvi! Wie fühlst du dich, Eivor? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Ich verstehe. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ich habe eigentlich da eher so gedacht, da kommt noch ein bisschen mehr. Nö. Da haben wir Finnland. Was kannst du mir über Winland sagen? Ist es wahr oder nur ein Märchen? Märchen oder nicht. Ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist. Ach, Nessa, ich habe Messer verstanden. Ich gehe sofort und beende das Leben Gorm Kjetvisons, wo keine Valkyrie ihn finden kann. Die Reise ist lang, Eivor. Sei vorsichtig. Egal, was sie mir da eigentlich eingebrockt hat, ne? Ihr beide. Ja, aber irgendwie passiert da nichts mehr, ne? Irgendwie ist da tote Hose. Ah, die Luft ist raus. Ah. Ja, der hat nur eine Story. Die erzählt er aber mit so viel Stolz. Einen schönen Tag noch, Fremder. Grüß dich. Nessa, nicht wahr? Ich bin Eivor. Randvi sagte, du wärst meine Führerin. So ist es. Du willst über die See ins Land des heiligen Brynin reisen, nicht wahr? Randvi nannte es Winland. Das ist dasselbe. Die Überfahrt dauert 3 Wochen mit dem Langschiff. Sie ist mühsam, fad und möglicherweise tödlich. Und? Falls wir sie überleben, bezahle ich dich. Eivor, bevor du gehst, du musst dich bei deiner Ankunft als Trell verkleiden. Andernfalls würdest du zu viel Aufsehen erregen. Gorm leitet das neue Lager. Du kannst davon ausgehen, dass ihm fast alle treu ergeben sind. Guter Einwand. Ich bin nur um unseren geschätzten Dränger bedacht. Ja, nee, ist klar. Eins vorweg, Eivor. Mein Schiff. Weißt du, Luft wohl doch noch nicht ganz raus. Zweitens, du befolgst die Regeln. Drittens, wer meine Regeln befolgt, überlebt. Verstanden. Gut. Lass mich. Ich habe nur verstanden, dass meine Regeln Gesetz sind. Wenn du nach Finnland reist, musst du deine Ausrüstung und deinen Besitz bis zu deiner Rückkehr zurücklassen. Okay.
auf nach Vinland. Los! Spring rein! Wir brechen jetzt auf! Genau jetzt! Jetzt brechen sie auf! Wie gut, dass ich jetzt schon gefragt habe! Jo, ich bin ja komplett nackig. Aber mein Horn habe ich noch. Mein Trinkhorn, oder? Und meine Mini-Axt habe ich noch. Nein, wie süß. Drei kalte Wochen auf der Walstraße. Vorbei an Eisbergen und Steinreichen. Durch Sagerlande. Weißt du, damit schneide ich mein Brot und mein Fleisch. Weg, nur mit Mann der kleinen Mini-Axt. Gorm Kjötvison, Sohn des Erzfeindes meines Vaters. Welch düstere Taten führen den Orden so weit über das offene Meer? Ich weiß nicht, ich sehe so lieb und brav aus. Sieht auch schon cool hier aus. Nee, passt wirklich nicht zu mir, Schatz. Definitiv nicht, nein. Bisschen Wasser gesprungen. Das war der verkehrte Soundtrack. Sie hat das Sagen. Ich sollte vorsichtig sein. Hier gibt es keine Freunde. Du siehst stärker als die anderen aus. Wie heißt du? Jora aus Jofavik. Jora? Du heißt Pferd? Mein Vater wollte nie Kinder. Wo sind wir hier? Okay, das, was ich jetzt sagen wollte, darf ich nicht mehr zeitlich sagen. Karte zu finden. Siedeln wir hier? Das ist nicht das Ziel. In den Wäldern gibt es zu viele Wilde. Sind sie gefährlich? Du stellst zu viele Fragen, Pferd. Deine Aufgabe ist es, zu schweigen und mir zu gehorchen. Jetzt entlade dieses Schiff und dann bekommst du ein paar leckere Möhren. Hilda! Hilda, wir können Olaf nicht finden. Bei Lokis Arsch, nicht schon wieder. Ohne seine Führung können wir Gorm keine Vorräte schicken. Dann bringt, was wir an Vorräten haben, zu den nächsten Lagern. Gorms Leute erledigen den Rest. Lass mich gehen. Ich kann alles tragen, was Gorm braucht. Das ist Olafs Aufgabe, Pferd. Nicht deine. Du bleibst schön im Hafen und fällst nicht auf. Erkundige dich nach Olaf. Irgendwer muss wissen, wohin er gegangen ist. Mann, das ist aber eine, du. Wenn ich diesen Olaf finde, kann er mir vielleicht sagen, wo Gorm ist. Okay.